Nee, das ist schon... Boah, ich habe so viel Gold, ich könnte mir eigentlich nur noch Luxus-Werkzeug bauen. Ah ja, genau, Moment, ich wollte zu dem Biefe los. Eins nach dem anderen. Ich verliere schon wieder meine Ziele aus dem Auge, ja? Das geht nicht. Ich muss eins nach dem anderen machen. Und jetzt muss ich zuerst zu den Biefe losgehen. Und Kacke sammeln. Weil ohne Kacke geht hier der Ofen aus. Da ist nämlich Kacke. Da ist die Kacke. So. Hui, 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 hui. Haben die rote Ärsche? Nee. Gut. Die ist nicht in Paarungsstimmung. Das ist nämlich immer fatal. Wenn die Biefe los sich paaren wollen, dann sind sie aggressiv. Dann sind sie aggro. Und das will ja keiner. Aggressive Biefe los, das ist nicht so angenehm. Wenn sie so sind wie jetzt, ist es genau richtig. Genau richtig ist das dann. Noch mehr Kacke, Kacke, Kacke. Alle Kacke zu mir, bitte. Und rasieren könnte ich so ein Beefalo auch mal wieder, aber das ist so eine ziemliche Aktion. Das muss man nämlich nachts machen. Muss man sich dann ranschleichen, wenn die schlafen. Dann kann man die rasieren, die Beefalos. Das ist lustig, aber auch gefährlich, weil die können dabei aufwachen. Und dann machen sie einen fertig, weil wer lässt sich schon gerne nachts beim Schlafen rasieren? Das hat natürlich niemand wirklich gern. Ah, da ist noch ein Bienenstock. Da weiß ich ja, wo ich meine nächsten Bienen herkriege. Eine Schaufel habe ich gar nicht, oder? Oh, ich habe hier noch eine Axt. Ja, dann komm, dann fäll ich jetzt so lange, bis mir die Axt kaputt geht. Jetzt habe ich ja hier nur Äxte im Inventar. Das ist ein bisschen Platzverschwendung. Oh, komm. Auf mal weg. Jetzt wird es nämlich schon wieder gleich dunkel. Auf dem Rückweg können wir hier direkt noch ein bisschen Kacke einsammeln. So. Da oben ist noch mehr Kacke. Muss ich aufpassen, dass ich die Biefe los nicht versehentlich schlage. Das wäre fatal. Dann greifen die mich nämlich alle an. Und dann muss ich laufen um mein Leben. So. Sammeln. Das bisschen Kacke nehmen wir noch mit. Komm, den Haufen da noch. Einfach nach oben. Zweiglinge muss ich auch mal einsammeln. Ich habe nicht mehr, habe keine Zweiglinge mehr. Nicht, dass ich spontan irgendwie mal ein Feuer machen muss und dann stelle ich fest, ich habe kein Material mehr zum Feuer machen. Wäre nicht so gut, ehrlich gesagt. Das wäre fatal. So. Flupp. Boah, wie viel Fleisch da fertig ist, ey. Der Hammer. Oh, jetzt werden die Tage auch wieder länger. Das heißt, es nähert sich der nächste Winter. Aber bei den Vorräten, die ich hier mir angelegt habe, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, das ist, das läuft jetzt hier richtig. Ich hoffe, mir kommt dann nicht dieser Dirklops auf den, geht mir da nicht auf den Keks. Der Dirklops, das ist dieses Wesen, was dann den im Winter die Landschaft durchstreift und auf das Lager treffen kann. Und wenn es auf das Lager trifft, dann macht es das Lager kaputt. Was halt Dirklöpse so machen. Ah, da oben ist ja schon was gewachsen, sehe ich gerade. So. Der Winter kommt ja bald wieder. Menschenskinder, ey. Das geht ja hier wie Schlag auf Schlag. Was kommt denn raus, wenn ich das mache?
So, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, die Gunst der Stunde, und gucke mal ganz schnell auf die Wiki-Seite und schaue mir mal an, was die sagen zum Thema Honig aufsammeln. Die sagen zum Thema Honig sammeln. Honigproduktion. The speed at which bees gather honey is affected by the quantity and proximity of flowers near the bee box. Okay, ja, das ist klar. Oh, da ist was Neues rausgekommen. Was ist das? Dragon Pie. Hoho. Okay. Also immer wenn ich Honig zu einem Rezept dazu mache, dann kommen da so Kuchen raus. Das ist ja geil. Moment, es gab doch auch noch... Jetzt muss ich mal die Rezeptseite aufmachen. Oh, jetzt bin ich hier richtig... Ah, jetzt geht's hier richtig los, Freunde. Jetzt wird hier richtig aus dem Vollen geschöpft. Cooking. So. Rezepte. Crockpot. Recipes. Hier sind Recipes. Oh, mein Licht geht aus. Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Na, komm. So. Fertilisieren wir hier mal nochmal alles. Ah, hier sind wieder Beeren am Strauch. Das finde ich gut. Das können wir jetzt hier alles mal absammeln, würde ich sagen. Ja, den ganzen Spaß. Ganze Gras. Dann gibt es nämlich noch eine gewisse Chance, dass das vor dem Winter nochmal nachwächst. So, und sollte ich irgendwie sterben, ist das auch keine große... Ist das auch kein großes Drama, weil... Ich habe zwei Wiederbelebungsschreine aktiviert. Das heißt, ich kann mich zweimal hier wiederbeleben lassen. Wenn es hart auf hart kommt, ja. Ist auch nicht zu verachten. So ein Joker quasi. Also zwei Joker. So, Moment, was habe ich denn alles? Oh Gott, ist das kompliziert. Moment, da muss ich erstmal gucken, was ich jetzt eigentlich alles habe. Man konnte doch irgendwie hier so... mit Sticks beziehungsweise hier mit, man konnte doch mit Maiskolben, konnte ich mich erinnern, da gab es ein Rezept, Popcorn konnte man doch machen oder nicht? Warte mal. Nee, Popcorn, das war einfach nur Maiskolben kochen. Ich sollte hier vielleicht nicht so viel Zeit verschwenden und auf der Wiki-Seite gucken. Ich stehe hier einfach nur rum die ganze Zeit. Das tut mir gerade minimal leid, aber... Ich meine, zum Kochen muss man halt mal im Kochbuch reingucken, ne? Das ist einfach so. Man kann sich die Rezepte ja nicht alle merken. Ich meine, ich könnte mir die einfach mal aufschreiben, die ich kochen wollen würde. Und die dann halt einfach machen, aber... Ja, das könnte ich mal machen eigentlich, ne? Nächstes Mal, würde ich sagen. Jetzt will ich mich vielleicht doch lieber erstmal ein bisschen gezielt auf den Winter vorbereiten, der da wieder vor der Haustür steht. So, jetzt machen wir hier gleich mal Pflanzmüll gleich mal ein bisschen... paar Bäume, damit uns hier kein Baumfritzer auf den Zeiger geht. Kann ich die Bäume eigentlich fertilisieren? Nee, kann ich nicht. Schaufel sollte ich mir mal bauen. Ich habe keine Schaufel mehr. Ah, da gucke ich gleich mal, ob ich mir eine Deluxe-Schaufel bauen kann. Oben waren noch Hasenfallen, ne? Fällt mir gerade. Ah. Das geht ja wie am Schnürchen hier. Kommt man da gar nicht hinterher. Gut, dass es so viele Hasen gibt.
gut, dass es hier so viele Hasen gibt. Ah, und da ist auch schon wieder was gewachsen. Mein Gott. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich eigentlich wollte, ey. Oh, Hunde. Schnell zu dem Biefel los. Nee, Moment. Das wollte ich. Hunde kommen wieder. Ihr hört das. Obwohl, nehmen wir mal lieber den stabileren. Ah, wo sind die Biefel los? Die sind hier unten, ne? Okay, wir stellen uns in die Mitte der Biefel los und dann verstecke ich mich direkt. Ich hoffe, die Hunde kommen nicht mitten in der Nacht. Ich verstecke mich mal schon. Denn meine große Hoffnung ist, dass die Biefe los jetzt die Hunde gleich platt machen. Hallo? Versteck dich mal bitte, Junge. Er ist so doof, ne? Wenn ich ihm sage, er soll sich verstecken und dann sagt er, did you hear that? Und kommt aus seinem Versteck raus. Ja, da kommen die Hunde. So, und die Hunde greifen die Biefe los an. Haha, guckt euch das Schlachtfest an. Perfekt. Wow. Habt ihr das gesehen? Die Hunde sind explodiert. Oh. Ah. Boah, was ist das für ein Fest da, ey? Guckt euch das mal an, was da abgeht. Schnell alles aufsammeln. Ah, nein, ich kann nichts mehr tragen. Verdammt, ich muss irgendwas wegwerfen. Kommt das Monsterfleisch, das brauchen wir nicht. Oh nein, ich kann nichts mehr tragen. Ja, komm, essen einfach. Kannst du direkt essen. Da muss ich nochmal hin am nächsten Tag. Das muss ich unbedingt alles aufsammeln. Das ist ja wie ein Geschenk des Himmels gerade. Aber ihr habt es gesehen, ja, die Taktik, zu dem Bifelus hingehen und sich verstecken und die Bifelus die Drecksarbeit machen lassen, die ist perfekt. Die muss ich mir patentieren lassen, so perfekt ist die. So, heizen wir mal direkt mit Kacke. Uiuiuiuiui. Aber das war eine neue Art von Hunden, habt ihr das gesehen? Das waren so Feuerhunde dabei irgendwie. Ihr habt das auch gesehen, dass der eine Hund in Flammen aufgegangen ist und alles angesteckt hat. Also ich bilde mir das jetzt nicht ein, oder doch? Der Hammer ist das ja. Habe ich auch noch nie gesehen hier. Also man entdeckt in diesem Spiel wirklich echt jedes Mal irgendwas Neues. Ist wirklich der Hammer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Hut eigentlich benutzen kann, diesen Buschhut. Ob der irgendwann verrottet oder nicht. Weiß ich nicht. Die Farm muss fertilisiert werden, sonst ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Und hier unten ist auch was drauf. Meine Güte, das ist ja... Oh. Ah, Asche, genau, da kann ich mal wieder so eine Heilsalbe machen. Oh, ich habe keinen Platz mehr im Kühlschrank. Ah, nein. Na komm. Einfach kochen. Ah ja, genau. Moment, ich muss Platz machen. Ich muss Platz schaffen für... Oh, ich habe ja hier noch Hasen drin, ey. Das ist voll sinnlos. Das ist wertvoller Platz, um Sachen abzulegen. Moment. Die schmeißen wir mal weg. Nee, die wollte ich... Ach, ist egal. Moment. Da. Das kommt an die Drying Racks dran. Oh, ein bisschen am Durchdrehen ist er.